Na, wie geht's? Seid ihr bereit zu kochen hier oder wie sieht's aus? Alchemitisch Stufe 2. So, welche Stufe haben wir gerade? Ich möchte jetzt hier nicht mit Billigsachen kochen. Guck mal hier, Stufe 1. Das ist doch wohl Quatsch. Obwohl ich nicht weiß, ob ich die Sachen von Stufe 1 noch mit Stufe 2 machen kann. Ich kann mir vorstellen, dass das so ist. Also, wäre ja auch ein bisschen blöd, wenn das nicht so wäre, ne? So, das heißt, wir brauchen jetzt vier Holzkonstruktionen. Zweimal diesen Stahl. Blödsinn. Okay, dann machen wir erstmal das. 4 und 2. 42 quasi. Werde ich, bis ich da bin, wieder vergessen haben. Vor allem, weil ich jetzt erstmal ins Bett muss. Eigentlich müsste ich mir das aufschreiben. Wo habe ich denn mal einen Zettel hier? Ich bin doch hier quasi Lehrer. Warum habe ich hier eigentlich keinen Zettel? Welcher Mensch hat eigentlich keinen Zettel zu Hause? So, pass mal auf. Hier sieht es doch gut aus. Aber das sind alles so Merkzettel. Das ist doch auch Unsinn. Ah! Ja. Oh, schön mit bunter Farbe und zum Kleben. Oh, ja, ja. Könnte ich theoretisch. Ja. So, ich fühle mich so erfrischt. Ich mich auch. Also, Holz. Holz. Dingers. 4. Dann, was ist das andere, was ich brauche? Stahl. Stahlräder, sag ich jetzt einfach mal. Ne? Stahlräder mal 2. So. Alles klar. Hier sieht's gut aus. Habe ich die Holzdinger nie noch? Nee, nee, nee. Nee, nein. Ah, jetzt habe ich natürlich die ganze Mische hier mitgenommen, ne? Das ist auch nicht so intelligent gewesen. Okay, bevor wir jetzt hier wirklich starten, müssen wir die Sekundärprozesse alle in Gang bringen. Weil ohne die geht hier eigentlich so gut wie gar nichts. So. Das bedeutet, ich gehe jetzt erstmal schön. Ich mag das. Ich mag das. Ich habe jetzt gerade so richtig so. Kennt ihr das? Wenn so richtig so. Ja. Kann ich hier eigentlich auch kochen? Nee, ne? Also, ich habe gerade so richtig so Drang, einfach was zu machen hier. Ihr habt den Drang. Der Drang ist da. Okay. Dann kloppen wir jetzt erstmal den halben Berg hier raus. Nehmen wir mal auch auf Kamera. Das Fahrrad geht. Guck mal, ich habe noch nie mal Karottenschnitzel mit, um hier lange durchzuhalten. Allerdings kann ich euch jetzt schon sagen, wir brauchen noch Gold- und Silbernuggets. Die sind wichtig für die Leichenaufbereitung hinterher. Das haben wir ja schon mal gesehen. Dafür haben wir ja unseren geilen Tisch hinterher. Leute, jetzt geht's ab, Leute. Jetzt geht's richtig ab. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt alles verstanden, was das Spiel so macht. Aber ich werde innerhalb von wenigen Minuten euch zeigen, dass es dem nicht so ist. Aber ich habe gerade jetzt so ein bisschen das Gefühl. Ja. Zu dem Moment, wo man von dem Ding weggeschoben wird, muss man direkt woanders hinlaufen. Ist das genauso? Zack. Jawollo. Und weiter geht's. Ich habe mir auch mal einen Guide angeguckt, wie man schnell Geld kriegt und so weiter. Aber Geld ist ja jetzt nicht so wirklich das Problem. Wir haben ja Kohle. Wir haben ja quasi Geld ohne Ende. Bis einer mal kommt und abwinkt. Oh ja. Und hier nochmal ein Silbernugget. Ich brech ins Essen. Also, Silbernugget gibt's. Aber zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit nur. Ich weiß gar nicht, ob man die Wahrscheinlichkeit erhöhen kann, indem man dieses Bergarbeitergebet macht. Wäre aber vielleicht mal eine Maßnahme, das irgendwann mal zu machen. Aber wir stehen ja, was solche Sachen angeht, wirklich auch noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Denn für gute Gebete musst du einfach das mit Alchemie drauf haben. Und das war ja so ein bisschen noch das letzte Hindernis, was uns da im Weg gestanden ist. Hat? Ich stehe. Haben oder sein? Bin gestanden, ich habe gestanden. Ich bin gestanden. Ich habe gestanden ist ein anderes Wort mit einer ganz anderen Bedeutung. Außerdem ist stehen quasi ein Verb der Bewegung. Quasi. Jetzt nicht wirklich, aber ihr wisst schon. Ganz anders als sitzen. Ja. Guck mal, hier kommen sogar die Silbernuggets auch raus. Das ist ja krass. Das finde ich gut. Okay, jetzt ist hier vorbei.
Unser Friedhofsförster ist müde. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Ach, hier haben wir keine Kohle drin. Ja gut, dann baller ich einfach alles hier rein. Ich meine, warte mal, ich kann hier noch Brennmittel machen. Ich habe noch nicht alles weg. So, zack. Und so wie ich mich kenne, liegen da auch noch oben ganz viele Kohlebrocken. Aber 24 ist ein bisschen wenig, finde ich. Da beißt die Maus keinen Faden ab, wie Peter Zwegert sagen würde. Siehst du, alles jetzt drin. Ach, lass mir den einfach mal laufen hier. Kann ich schon wieder meinen Ruhestein benutzen? Ach, guck mal einer an, wie schnell das geht. Zu Hause. Oder vielleicht habe ich auch nur lange gebraucht, man weiß es nicht. Es fühlt sich so an, als wäre es schnell gewesen. Finde ich, ja. Und das, man soll ja immer auf sein Gefühl hören. Oh, die Dinger müsste ich eigentlich auch nochmal richtig schön ausmisten. Das gehört ja eigentlich auch noch mit dazu. So, Silbernuggets kommen alle mit jetzt. Alle mit. Okay. 4 Holzdinger, 2 Stahlrädchen. Hier. 2. Okay, Holz sind komplexe Eisenstücke hier. Habe ich nicht oben auch noch welche? Habe wieder vergessen, welche mitzunehmen, ne? Oh, und ich bin jetzt auch noch außerhalb von jeglicher Energie. Das ist ja schade, ne? Ja, gut, dann gehen wir pennen. Ist immer so das Mittel der Wahl. Direkt ins Bett, wenn du jetzt nicht mehr weißt, was du zu tun hast. Am nächsten Tag ist alles wieder gut. Oh. Findet sich schon jemand, der für euch, der Arbeit haben möchte. Für den du arbeiten kannst. Das war so. Ah. Der frühe Vogel ist da. Das sind wir. Und alle so, oh, ich bin noch müde. Ich lieg noch im Bett. Und wir schon so rallen, rallen, rallen. Direkt loslegen hier. Okay, die Lebensschlonze will ich ganz bestimmt nicht mitnehmen. Ja. Also das wollte ich fertig machen. Nein, ich nehme einfach mal ein paar schöne Karottendinger wieder mit. Ja, ich starte immer mal 50. Ich meine, wir haben ja viel vor heute. So. 50. Yeah. Ja. Holzkonstruktion. Wie viel brauche ich? 4, ne? Hm. Das heißt, ich habe eine zu wenig. Das ist ein bisschen schade. Na gut. Dann machen wir das noch irgendwie. Ne, ich habe 2. Ich dachte, ich hätte nur eine. Na gut. Ich meine, ich will jetzt auch nicht mich beschweren, ne? Wenn ich, noch genug habe, dann ist das halt so. Kann ich hier noch irgendwas... Ich mag das nicht, wenn das so leer ist. Wenn da einfach nichts passiert. So, 3 Eisendinger rein. Bam, los geht's. Was brauche ich noch? Stahlräder, 2. Habe ich welche mitgenommen? Nee. Schade. Dann mache ich das jetzt. Ich frage mich auch, was von dem Ding da übrig bleibt. Wenn wir es kaputt machen. Aber das werden wir ja gleich sehen. Ich habe jetzt mit reiner Absicht noch keine neuen Leichen geholt. Obwohl, warum eigentlich nicht? Ich kann doch einfach noch ein paar Möhrchen da rein und bumm, fertig ist. Dann kriege ich einfach wieder gute Leichen und wenn die doof sind, dann reiße ich die einfach auseinander und schmeiße sie in den Fluss. Und es tut mir auch leid, wenn ich jetzt irgendwann mal das jetzt nicht so wirtschaftlich mache oder irgendwelche Leichenteile einfach schlichtweg wegwerfe. Die Sache ist einfach, dass sie auch nicht so richtig stacken. Das heißt, ich würde ja eigentlich lieber das anders haben, aber das ist okay. Okay, habe ich jetzt eine Silberpredigt? Habe ich jemals eine Silberpredigt gehalten? Keine Ahnung. 20 für eine erfolgreiche Zeremonie. Da, guck mal. Erfolgschance 20. Erfolgschance 100% meine ich. Das ist sehr cool. Ich würde gerne ein paar Worte sagen. Alle Mädler haben kleine Schwänze. Sagt ihr eigentlich jemals was anderes? Toll, toll. Ui, toll. Ja komm, lass mal ein bisschen lodern hier. 5 Stück, ey. Das ist zu wenig. Brudis. Hier, siehst du mal meine geile Kugel? Ihr seid einfach eine undankbare... Ja, so geht's nämlich. Ja, nicht hier nur so wenig. Tolle Predigt, toller Typ, toller Bart, tolle Kirche, toller Friedhof. Toller Sellout. Okay. Die Qualität von der Kirche muss ich unbedingt nach oben pushen. Das geht nicht anders. Hallo? Ja, was ist mit dir denn jetzt? Hat er was? Welch ein Meisterwerk.
Ja? Was ist los? Absolut umwerfende Handwerkskunst. Junge. Hast recht, Eure Heiligkeit. Hi. Oh, du bist es. Ich habe mich gerade umgesehen. Weißt du, einige dieser Statuen sind gar nicht mal so übel. Kannst du eine Statue von mir machen? Für ihr Grab sterben sie etwa? Nein, nein, nein. Ich erfreue mich bester Gesundheit. Ich brauche nur ein wenig Hilfe, um meine heilige Aura weiter zu verbreiten. Oh, warte, ich habe eine brillante Idee. Ich brauche 3 Statuen. Eine für mein Arbeitszimmer, die sollte ein bisschen größer sein und so aussehen, als würde ich über was Wichtiges nachdenken. Die zweite ist für die Suppenküche. Die sollte so aussehen, als würde ich Anteil am Schicksal dieser armen Schlucker nehmen. Aber auch so, als würde ich über was Wichtiges nachdenken. Ich gebe mein Bestes. Und die dritte stellen wir direkt vor der Kirche auf. Die soll so aussehen, als wäre ich ein toller Typ, der alle willkommen heißt. Diese Aufgabe ist von höchster Wichtigkeit. Ohne diese Statuen können wir diese große Kirche nicht in eine Kathedrale umbauen. Ach komm, Brudi, ey. Direkt erstmal Raffzahn, Raffzahn, Raffzahn. Immer mehr, 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 mehr. Okay. Allerdings witzig, weil ich gerne sehen würde, wie es aussieht. Okay. Ich habe jetzt ganz viele Glaubenspunkte gekriegt und ich freue mich darüber. 12 Stück ist schon nicht schlecht. Sonst haben wir immer nur 5 oder 6 gekriegt. Das ist jetzt der Doppelte. Das ist quasi der St. Patrick's Day Stream unter den Predigten. So, okay. Nein, nenn es Glaube, Inspiration, Selbstvertrauen. Es ist auf jeden Fall so mächtig wie Geld. Ja, immer gemacht. Muss ich jetzt das da links einfach auch nochmal wegreißen? Ich glaube, ja, komm. Hau weg, die Scheiße. Ich meine, was? Gut. Putz. Dankeschön. Ach, guck mal. Da wären noch von diesen guten Dingern noch welche dabei gewesen. Ah, siehst du mal. Habe ich jetzt eigentlich wieder Sachen nicht mitgenommen, die ich hätte... Ach, guck mal. Wieso schreibe ich mir denn... Ach, ich brauche noch 4. Nee. Mal 6. Oh Mann, bin ich wieder blöd. Guck mal, ich schreibe hier 2 Zahlen drauf und eine davon ist falsch. So weit muss es erstmal kommen. Hä? Ich würde eigentlich am liebsten... Ach, okay, ich kann ja das hier eben schon zwischenlangen. Ja. Das hier. Und Honig brauchen wir bestimmt auf. Jetzt komm, da brauchst du Honig. Das ist doch eine Alchemie, da brauchst du Honig. Damit die Medizin besser schmeckt. Ein bisschen Honig. Das macht Spaß. Ich habe gedacht, wir machen jetzt in dieser Folge schon dieses komische Alchemie-Ding fertig, ne? Aber es ist nicht passiert. Es ist einfach nicht passiert. Und versuche einfach mal einen Alchemie-Guide für dieses Spiel auf YouTube zu finden. Ich habe da teilweise Sachen eingegeben und dann kommt einfach nur Let's Play Graveyard Keeper Alchemy. Und ich guck da rein und der macht einfach nichts. Der steht da nicht dran rum und macht da Sachen. Nee, nee, nee. Oh, guck mal, ich habe eine Alchemiebank gebaut. Und dann war vorbei. Na gut. Ich meine, ich will ja jetzt auch nicht zu kritisch werden, ne? Aber... 3 davon. Was brauchen wir denn noch? Das Eisenstücke. Ja. Dann machen wir mal alle hier, komm. Alle. 3. 6. Und 9. Voll cool. Gerade vorzüglich. Ja, gut. Machen wir das mal da rein, dann haben wir zumindest ein bisschen Ordnung. Und machen noch einfach mal alle von denen. Denn wir brauchen ja auch welche für die Kirchenbänke. Das gehört sich. Gleich sagt er, ne, ich brauche noch ein paar normale Holzdinger da für den Destillationswürfel. Das geht nicht mit guten. Die müssen schon so ein bisschen ranzig sein. Ist okay, dann machen wir die auch. Das soll ja jetzt nicht die Problematik sein. Wir machen das einfach. Wir machen einfach alles. Wir sind ja auch für die Arbeit da hier, ne? Ich kann mich auch nicht beschweren, dass ich hier Arbeit machen muss, wenn ich ein Spiel spiele, was einfach nur auf Arbeit besteht. Das machen wir nicht. Was ich aber gerne mal gucken würde, ist, was ich hier alles hinpacken kann. Alkoholdistille. Ja, das wird ja wohl bald mal nötig sein hier. Obwohl, ich würde eigentlich gerne die ganzen blauen Punkte, die ich habe, nutzen, um gleich das Beste zu erforschen und direkt in den Keller zu bauen. Ich meine, was bringt es denn, solche Sachen hier nur auf Sparflamme zu machen, wenn wir die ohnehin irgendwann anders fertig machen müssen? So, schau mal einer an.
Den kann ich drehen. Kann ich den hier hinpacken? Nee, das passt nicht. Hier? Von welcher Seite muss ich denn? Pass auf, in before es geht nicht, weil ich das jetzt an der falschen Stelle gepackt habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ach, es geht doch. So. Okay. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur zwei Sachen da reinmache, ne? Warte mal, was ist denn... Ich hatte auch so verschiedene Lösungen hier. Nee, das funktioniert so nicht. Richtig. Weil ich nämlich nicht nur Lösungen brauche, sondern auch Probleme. Nein, auch dieses Gestößelte da. Destillationswürfel 2. So, 30 Steine. So, jetzt aber mal richtig hier. 30 Stein. Ich schreibe mal die Zahlen nach links. Dann ist das wahrscheinlich ein bisschen besser. Wie viel Komplexe? 4 Komplexe. So wie jeder richtige Teenager heutzutage. Und 4-mal Stahlräder. Stahlräder. Okay. Fantastico. Dann haben wir das ja aufgeschrieben. Okay. 30-mal Stein. 30-mal Stein ist easy. 4 Komplexe. Ja. Bisschen Selbstvertrauen muss schwinden und dann geht das. Und Stahlräder haben wir sowieso. Wie viel von den Komplexen habe ich noch? Ja, hier ist mal nicht die ganzen Dinger hier gebaut. Oh, schade. Okay. Ja, das wird nichts. Das wird nämlich so jetzt nichts. Ist aber auch nicht weiter schlimm, denn... Denn wir können einfach... Hier, pass auf. In den Steinbruch. Und dann pennen wir hier eine Runde.